Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Destiny. Wir sind wieder zur gewohnten Stunde da und ihr offensichtlich auch. Und mit mir dabei ist heute wieder der Eitarch. Hallöle. Hallöchen. So, wir befinden uns auf der Reise zum Mars, der letzten Planeten, zumindest in der aktuellsten Version von Destiny. Da gibt's ja ein paar... Wird ja dann irgendwann ein paar DLCs und alles geben und also, dann... Laut dieser Koordinaten ist das Tor zum Schwarzen Garten bei der verlorenen Stadt Freistadt. Sie ist seit dem Untergang im Sand begraben. Jetzt besetzen die Kabale den Mars. Und niemand kommt durch ihr Sperrgebiet. Ja, jetzt hat der gute Herr mich da mittendrin unterbrochen, die Schweinebacke. Was wollte ich denn sagen? Ich wollte sagen, ja, das ist aktuell der letzte Planet in der aktuellen Version. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass es bei den kommenden DLCs, ich meine, das Spiel ist ja auf 10 Jahre ausgelegt, dass da noch einige Planeten dazukommen werden. Das Tor zum Schwarzen Garten ist meilenweit weg und die Kabale stören die Orbitalkommunikation. Wenn du deinen Sparrow haben willst, müssen wir in einen der Bunker rein und das System abschalten. Sieht aber ordentlich aus hier. So, wir müssen da runter und wir können nur laufen. Der Sparrow funktioniert ja nicht. Irgendwie sieht es hier sehr sandig aus. Ja, kann ich mir gar nicht vorstellen, warum. Aber... Okay, ich weiß Folgendes über die Kabale. 350 Kilo, schwer bewaffnet. Jagen Planeten und Monde einfach so hoch. Nur damit du weißt, womit du es zu tun hast. Okay. Ist kein Problem für uns zwei, oder? Ja. Aber es sieht schon sehr surreal wieder aus. Hat so ein bisschen was von... Dune zum Beispiel, oder Dune, oder wie es heißt, dieser Wüstenplanet. Wobei uns das ja schon so ein bisschen bekannt ist, noch aus den PvPs, aus den verschiedenen Maps. Ich glaube, du bist ein bisschen falsch. Bin auch ein bisschen falsch. Absichtlich. Natürlich. Ja, ich wollte nur ein bisschen rumgucken, ob da vielleicht noch irgendwo... Ich schlage vor, wir vermeiden jegliche Konfrontation, bis wir sie besser verstehen. Klar, natürlich. Ach, du hast ihn schon eingesetzt. Wir vermeiden jegliche Konfrontation. Ich habe da so ein Gefühl, dass da gleich irgendwas kommen wird. Leichter als ich dachte. Dass da noch was passiert. Ja, das kann nur schief gehen. Scanne nach irgendeiner Verbindung mit den Orbitalrastern. Sieht aber gut aus hier. Ich frag mich, wer das alles hier hingebaut hat. Das alle gewesen sein, wenn die so groß sind, wie er sagt. Hier ist hier gar nichts los. Ich setz mal den Geist ein. Jo. Ich guck mich mal gerade hier ein bisschen um. Ich bin mal gespannt, was noch so alles kommt. Und ich hoffe ja persönlich inständig, dass was noch... Also, wir hatten es ja vorhin von den DLCs. Oh, da bewegt sich was Großes. Ich glaube, da passiert jetzt gleich was. Ja, da kommt was. Ach, das sind die schon wieder, die guten Herren. Die kenne ich doch noch. Das war definitiv eine Ausfallsicherung. Die sehen aber auch sehr sympathisch aus, die guten Herren. Aua! Mann. Na, jetzt habe ich den doch da gerade. Da fällt er um mit seinem Schildchen. Kaputt! Was soll ich denn sagen? Mir ist doch gerade, mir lag was auf der Zunge. Ja, während wir hier kämpfen, kann ich ja mal ein bisschen philosophieren, was wenn die nächsten DLCs kommt. Und da hoffe ich ja, um echt zu sein, irgendwas, dass sich's mal auflöst, dass diese Raumschiffe, abgesehen davon von dem Transport, dass sie einen Sinn haben, dass man die verbessern kann und so weiter, aber anders... Oh, da ist noch was. Anders macht das ja eigentlich keinen Sinn, oder? Ja, das ist schon... Da ist noch ein Schiff. Oh, oh ja. Na? Das schießt ja. Oh, das war jetzt eher nicht so klug. Oh. Kommt ja schon. Ja. Sieht aber sehr sympathisch aus, die Gruppen. Ja, auf jeden Fall. Ich würde dir empfehlen, noch zwei Schrittchen zurückzugehen. Ja. Die sind ja auf Gold. Oh. Jetzt. Au, au, au. Uiuiui. Scheiße, ich habe da keine Munition für. Mal lieber zwei Schritte zurückgehen und kurz. Dann nochmal von neu. Genau. Ja, wie gesagt, was so mit den ganzen Schiffen ist, weil
Macht sonst eigentlich ja keinen Sinn, gell? Ja, das stimmt. Also momentan relativ wenig Sinn. Das ist. Da kommen sie. Aber ich schick dir mal was zum Gruß. Tada! So. Oh, ich habe gar keine Munition, stell ich fest. Oh. Keine Munition mehr. Ja. Zwar null. Außer für das Scharfschützengewehr, aber das funktioniert. kaputt. Mal kurz jetzt einsammeln. Jetzt liegt hier doch einiges rum. Ja. Schubcodes. Ach, guck mal, geiern sie noch rum. Schön, wie die Musik so tragisch ist. Oh Gott, die Welt wird innen verdehen. Ach, da, was war denn das? Bitte? Fahrzeug klingt aktiv. Gehen wir weiter zum Tor. Das klingt ja schön. Ja, dann werden wir das Fahrzeug ja mal gleich nutzen, oder? Danke. Oder wollen wir noch ganz kurz. Ja, und was sonst so noch kommt, ich bin mal gespannt. Ich habe mich mit den DLCs noch wenig auseinandergesetzt. Ich glaube jetzt zum Anfang nächsten Monat. Kann man das da einsammeln, was da ist? Hätte ja sein können. Ja, also ich hoffe mal, dass man bei den DLCs noch mal was erwarten kann. Vielleicht noch mal einen ordentlichen Sprung auch in der Story. Es gibt ein paar Außenposten in der Nähe des Tores. Sehen wir uns die mal an. Meint ihr mit den Außenposten die Dinger hier? Du hast das Sagen. Cool, die gibt's jetzt nicht. Oh, es wird dunkel. Jetzt nicht mehr. Oh, doch, direkt hinter uns. Was? Sind welche? Oh ja. Oh, hier liegen ja so schöne Pünktchen. Guck mal, die greifen sich gegenseitig an. Das ist ja schön. Ja, das war mal gut für uns. Hier, da lag ja noch was rum zum Einsammeln. Das nehme ich doch mit. Zack, 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 zack. Quasi das Super wieder fertig. Ha! Huh. Ist das deine Granate, die eigentlich immer so komisch aufblinkt und dann irgendwann zeitverzögert hochgeht? Ja, normalerweise soll sie eigentlich früher hochgehen, aber wenn da keiner in die Laser, sag ich mal, reinspringt, dann geht es halt zeitverzögert hoch. Oh. Sehr dunkel. Sehr dunkel sogar. Das könnte spannend werden. Oh. Hallo? Oh, guck mal, da ist einer. Ach, nee. Event. Event. Ja, da rennt das Event. Gut. Los. Oh, Schande. Du jagst den Viech aber auch ordentlich ein, hä? Ja, ich versuch's. Huch. Was du wieder machst da drüben, ist mir schleierhaft. Ach Mann, wollten doch gerade haben hier. Der ging ja wohl dann in die Luft. Oh, jetzt. Jagst du wieder die andere? Wie lange brauchst du noch? Bin da. So viel zu dem, ja. Jagen wir den hier raus. Wie lange haben wir denn noch Zeit? 3 Minuten 50, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ich bin jetzt auch gleich tot. Ah, jetzt bin ich tot. Hab dich. Dankeschön. Wir müssen den aufhalten. Ja. Bevor der hier die Checkpoints erreicht. Obwohl ich den direkt frontal mit dem Raketenwerfer treffe, passiert fast gar nichts mit ihm. Boah, ich werde hier die ganze Zeit von der Seite angeballert. Ja, irgendwie. Das geht mir gewaltig gegen den Piss. Oh, jetzt von hinten. Oh ja, von unten. Oh. Ohne hier. Gerade. Wo haben wir der denn schon wieder rum?
Bist du bei mir? Ja, komm. Ich bin so stolz auf dich. Ja, ich wurde hier gerade von den Idioten hier attackiert. Weiter auf sie. Der hat noch die Hälfte. Oh, das war's. Das war's. Wir haben es leider nicht geschafft. Schade, schade. Mal eine kurze Action-Session zwischendurch. Aber guck mal, wir sind gar nicht so falsch. Wir sind quasi auf dem richtigen Weg. Quasi, ja. Jetzt bist du da hinten schon wieder rumballern. Oh. So, da sehe ich das falsch. Bist du vollkommen falsch. Kann ich mir gar nicht erklären, warum ich also immer so falsch liege, wenn ich irgendwo was schießen sehe, dass du da mittendrin bist. Kann ich mir echt nicht erklären. Wie so etwas zustande kommen kann. Ein Upgrade immerhin. Aua. Okay, den habe ich jetzt mal auf mich gelockt. Hat sich schon gelohnt. Hat was Blaues droppen lassen. Das ist immer schön. Kurz besuchen mit dir. Huch. Oh. Oh, hallo, guten Tag. Wie geht es, der Herr? Hatten Sie einen schönen Tod? War. So, jetzt gehen wir aber weiter. Der Boss, muss ich mit dem Machtwort hier reden. Oh, was leuchtet denn da hinten? Das? Kann man das scannen? Sicherheit. Nö, offensichtlich nicht. Ich? Guck mal, hier ist ein Reliktbruchstück, das man einsammeln kann. Frage mich, wozu das gut ist. Hier ist eine Höhle. Ach, da ist Schönes. Ist da was? Nee, hier ist nichts, ne. Schade, schade. Leider nichts da. Leider nein, leider nicht. Leider nicht. Dann reisen wir weiter. Aua! Aua? Der ist aber mutig, von da ganz hinten rumzuballern. Naja, macht ja nichts. Warte, ich muss da ein Außenposten sein. Ich kann in ihrem System nachsehen, was es dort über das Tor geht. Das hier? Finde das Tor, das ist da vorne irgendwo. Suche etwas, auf das ich zugreifen kann. Oh, guck mal. Oh. Jede Menge Gegner. Das hätte ich vielleicht lieber lassen sollen hier. Wieso, was hast du getan? Ich bin genau da in die Tür reingefahren. Ballern dann natürlich gleich drauf los wie die Irren. Natürlich blöd, ne? Au, 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 ihr spinnt doch! Komm, sammelt euch doch mal an einem Fleck. Ich finde das eine Sauerei, dass sie hier so rumballern. Auf ja, uns. Ich finde das so eine Sauerei hier mit den Schilden. Ja, das ist echt übel. Aber wenn sie sie mal unten haben, haben wir einen Vorteil. Das stimmt. Aber dafür müssen sie auch erstmal unten haben. Ne? Die ganze Zeit von rechts angeschossen, was soll denn das? Kommen aber einige. Muss man ja mal ehrlich so sagen. Aber noch sieht das relativ souverän aus, was wir hier machen, aber das kann sich natürlich schnell ändern. Kann sich definitiv schnell. Guck mal da, ein Hirsch. Oh, der links passt war dropped. Noch was. Hat er das? Das ist ja schön für dich. Aber ist nur was Grünes, nichts Wildes. Da oben ballert er gegen die eigene Wand. Das sind Profis, sage ich dir. Ach guck, hier haben wir was zum... Ach, da. Setz mal ein. Hm. Komisch aus. Okay, wir brauchen einen Zugangsschlüssel. Finde heraus, wer das Sagen hat und hol dir den Schlüssel. Hm. Oh, da kommt ein Schiff. Ich glaube, der hat das Sagen. Ja, da müssen wir wahrscheinlich den Schlüssel suchen. Jetzt ein paar Goldene dabei. Schade, das Schiff kann ich nicht draufballern.
Guten Tag. Ach, oh. Da unten sind sie. Oh Mann. Dankeschön. Dankeschön. Huh. Oh. Mein Gutsack, wie geht's dir denn? Rutsches. Geplatzt. Der ebenfalls. Oh, guck mal, da oben leuchtet einer. Oh. Und das Schiff kann sich da eigentlich auch mal gerne wieder verpissen. Ne? Ja, hätte ich nichts dagegen. Oh, hinter uns ist was. Hinter uns war was. Ei. Oh, ja, ja, ja. Oh, und schon wieder erleben. Ich habe so ein Gefühl, dass du gerne stirbst. Kann das sein? Ja, ist ja toll. So. Das Ding leuchtet aber ganz schön rot. Dankeschön. Dann werfe ich dir mal ein Präsent hier runter. Kann ja nicht angehen, dass sie mich hier. Dass sie hier vorbeispringen wollen, aber uns hier keine Snacks mitbringen. Achtung, da kommt der Goldene hier. Ja, mach den mal kaputt. Leichter gesagt als getan, ne? Ja. Besonders, wenn man so gern stirbt wie ich. Ja, du hast da eine gewisse Tendenz zu. Ja, ich habe eine gewisse Affinität zum Sterben, das ist richtig. Ja, frag mich warum. Aua! Jetzt rennt der jetzt. Steckt er sich da hinten dran die ganze Zeit? Wo ist er denn? Da. Ja, komm, ich helfe dir mal. Ja. So viel zu dem Thema. Okay, wir müssen doch Viecher sein. Gleich beim Tor ist noch ein Kabal außen. Da nehmen wir uns den an. Und erledigt. Oh, guck mal, der hat was fallen lassen. Der hat was fallen lassen. Der hat was für mich fallen lassen. Geht's da noch weiter? Lassen die immer nur was für dich fallen. Klar, immer nur für mich, gell? Komm jetzt. Den will ich nacken. Der gehört mir, aber da ist noch einer. Da war noch einer. Ich glaube, das war's. Aber ich muss mich mal kurz ein bisschen ausrüsten, glaube ich. Mal kurz mal vorbeischauen. Was gibt's denn hier so? Haben die was Schönes droppen lassen? Nein, haben sie nicht. Ha, schön. So, wir müssen weiter. Weiter, Alter. Wo bist du? Du bist noch am Ausrüsten. Da gucke ich auch mal schnell bei mir nach. Okay, warte, dann gucke ich auch gerade nochmal. Das kann weg. Weg. Den Brustschutz, den kann ich aufbessern. Leider fehlen mir dazu immer noch die Materialien. Den könnte ich so ansonsten auch komplett fertig machen. Stell dir das mal vor. Ja. Tüchen. Oh. Scoutgewehr also braucht man nicht mehr. Ja, würde ich sagen. Bin ready. Bist du ready? Jo. Aber ich würde sagen, während wir hier auf der Reise sind, machen wir mal ein kurzes Break. Und dann schauen wir in der nächsten Folge weiter, wie es hier uns auf dem Mars so ergeht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben. Das wird uns auch sehr, sehr freuen. Dem Alter Tier auf seinem kleinen Sparrow-Line. Und dann sehen wir uns morgen wieder zur gewohnten Stunde, 18 Uhr, Destiny. Bis dahin, einen schönen Abend noch. Ciao. Ciao.